Hi ho und willkommen zurück hier bei Professor Layton und die Schatulle der Pandora für den Nintendo DS. Ja, beim letzten Mal haben wir hier den Dr. Schrader in seiner Wohnung besuchen wollen, oder beziehungsweise der Professor, und naja, sind einem etwas leblosen, also sah es zumindest aus, ob er lebt oder nicht, wurde jetzt nicht irgendwie gesagt, nur irgendwie einen Herzanfall hatte er. Man könnte also davon ausgehen, dass er wirklich schon tot ist. Dann haben wir den Doktor halt so gefunden und sollten einen Hinweis suchen, was sich denn hier abgespielt haben könnte, und haben dabei diesen zerrissenen Vorhang entdeckt. Und mal sehen, was jetzt dazu gesagt wird. Aber natürlich, der Vorhang an diesem Fenster wurde abgerissen. Ja, das stimmt wohl. Aber was hat das mit meinem Tatort zu tun? Sehen Sie, jemand hat sich durch das Fenster davongemacht und das war ohne Zweifel unser Täter. Sehr scharfsinnig beobachtet. Gut gemacht, mein Junge. Und Rätsel 4 Spurensuche ist jetzt auch im Rätselindex. Ja, natürlich. Ich wollte gerade genau dasselbe sagen. Gar nicht wahr. Psst, Luke, hör zu. Ich glaube nicht, dass uns der gute Inspektor eine große Hilfe sein wird. Wie wär's, wir stellen unsere eigenen Nachforschungen an? Oh, Professor, sehen Sie das? Dr. Schrader hält etwas in der Hand. Das ist ein altes Foto. Aber es wurde in 1000 Stücke gerissen. Ich kann nichts darauf erkennen. Dann würde ich sagen, puzzeln wir das mal zusammen. Aber es kann schon sein, weil es auch ein Geheimnis jetzt geworden ist, dass vielleicht einige Teile sogar fehlen. Deswegen kann man es wahrscheinlich nicht mehr zusammen puzzeln. Also momentan nicht. Das zerrissene Foto. In den Händen des verblichenen Doktors wurde ein Foto gefunden, das in einzelne Schnipse zerrissen wurde. So lässt sich nichts darauf erkennen. Was könnte auf dem Foto zu sehen sein? Hier steht auch schon des verblichenen Doktors, also scheint er wirklich tot zu sein. Oder es denken alle, dass er tot ist, aber... Was soll das, Mann? Sie können doch nicht einfach Indizien am Tatort begrapschen! Was ist das überhaupt, hä? Na, ist doch egal. Das Ding ist beschlagnahmt. Und sie beide verschwinden jetzt, klar? Ein zerrissenes Foto erhalten, doch Inspektor Chalmé hat es konfisziert. Aber wir waren doch noch gar nicht fertig! Dr. Schrader schrieb zwar, dass er die Schatulle der Pandora in seinen Besitz bringen konnte, aber hier ist nichts zu finden, das wie eine solche Schatulle aussieht. Ob er wegen der Schatulle umgebracht wurde? Das ist sehr gut möglich, aber im Moment können wir nur mutmaßen. Ich bin aber überzeugt, dass wir bereits einen wichtigen Hinweis gefunden haben. Die Fahrkarte. Sie meinen also... Ja, Luke. Ich finde, wir sollten selbst einmal eine Fahrt in diesem Zug wagen. Ja, ist eigentlich auch das Logischste, sage ich mal, was man in dieser Situation machen kann, wenn man schon an sowas interessiert ist, sage ich mal, wenn man schon sowas findet und denkt sich so, hä, wo führt denn diese Karte hin, wenn die kein Ziel hat? Einfach ausprobieren, ne? Probieren geht halt über Studieren. Wo ist die Schatulle? Es gelang jemandem, die Schatulle aus Dr. Schraders Besitz zu stehlen, ohne auch nur einen Hinweis auf seine Identität zu hinterlassen. Wer könnte der Dieb nur sein? Glauben Sie, dass wir so auf die Wahrheit über die Schatulle und den armen Dr. Schrader stoßen? Es scheint, als hätte Dr. Schrader uns absichtlich auf den Monetary Express hinweisen wollen. Es ist klar wie gutes Teewasser, Luke. Dieser Zug wird uns zu des Rätsels Lösung führen. Na, mal sehen. Und so verließen Professor Layton und Luke die Stadt auf eisernen Gleisen ins Ungewisse, einem finsteren Geheimnis entgegen.
Okay. Ich frag mich, wer diese Stimme ist, die da die ganze Zeit das Abenteuer, sage ich mal, der beiden so im Hintergrund erzählt. Aber gut, wir speichern auf jeden Fall ab. Oh, Lisa und Lisa 2, interessant. Naja, ich nehme mal den ersten Speicherstand hier. Hui. Wer Lisa ist, ne, kann ich nicht sagen, denn ich habe das Spiel auch nur wieder gebraucht, gekauft, aber schon, ich glaube, es ist schon wieder schon ein Jahr her. Also das habe ich zeitgleich mit der Schatulle der Pandora, mit dem geheimnisvollen Dorf so rum gekauft. Und deswegen kann ich nicht sagen, wem das Spiel gehört. Deswegen, sorry, da habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht, dass da vielleicht Spielstände drauf sein könnten. Und habe die jetzt nicht irgendwie überschrieben oder so. Aber naja, die Lisa halt, ne? Schöne Grüße dann, falls du das sehen solltest. Hallo. So, auf jeden Fall. Kapitel 1, der legendäre Voluntary Express. Schauen Sie nur, Professor. All der Luxus und die edle Einrichtung. Haha, allerdings, Luke. Dieses Abteil strahlt nur so vor Prunk und Eleganz. Ich wette, dass der Rest des Zugs unserer Bleiben in nichts nachsteht. Wollen wir uns ein wenig umsehen? Genau, jetzt können wir uns halt im Zug ein bisschen umgucken. Wie man jetzt auch sieht, hier auf dem Touchscreen, sehen wir aktuell ja die Position bzw. das Abteil, in dem wir uns befinden im Zug. Ne, Leightons Abteil. Und auf dem kleinen Bildschirm unten rechts seht ihr halt, ja, wie der Zug an sich so aufgebaut ist, ne? Und jedes einzelne Abteil nochmal. So, das heißt also, hinter Leightons Abteil sind noch zwei weitere. Und dann beginnt der nächste Waggon, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Na gut, schauen wir uns das mal ein bisschen hier um. Da war eine Hinweismünze. Bei so einem schönen, bei so schönen Lampen braucht man im Dunkeln keine Angst zu haben. Das glaube ich auch. Die Landschaft saust so vorbei. Wir sind schnell unterwegs. Welch adrette Spitzenvorhänge. Oh, hier ist noch ein Rätsel. Nehmen wir natürlich mit, ne? Sieh nur, Luke. Dein Koffer steht sperrangelweit offen und all deine Sachen liegen auf den Sitzen. Oh, sie haben ja recht. Willst du nicht ein wenig aufräumen, bevor wir den Zug besichtigen? So, und Rätsel Nummer 5, Lukes Koffer. Lukes Habe ist wahllos verstreut und muss ordentlich im Koffer verstaut werden. Bewege Lukes Besitztümer mit Hilfe des Touchpens und gib Acht, dass kein Teil von einem anderen überdeckt wird, da sich der Koffer sonst nicht schließen lässt. Wenn du alles fertig verstaut hast, berühre Antwort. Ja, okay, das kann ein bisschen dauern jetzt. Das Ganze hier so ein bisschen wie Tetris halt, ne, aufgebaut ist. Ich weiß nicht, kann man die Teile drehen? Nee, kann man nicht drehen, okay. Interessant, ne, was es hier alles so gibt. Ist das mal so ein bisschen zu überschauen, ob man nicht... interessant, so... Gucken, wie kann man das jetzt am besten... Der Boomerang ist da ein bisschen doof platziert, sage ich mal. Thank you.
Ja, sorry, dass ich jetzt immer ein bisschen ruhiger bin, nur kann nicht, wenn ich jetzt hier das Ganze verschiebe und so. Ich muss immer vom Mikro weggucken, ne, damit ihr euch jetzt nicht wundert. Und immer auf den Touch-Screen gucken halt, ne, und dann ein bisschen verschieben. Und da kann ich nebenbei nicht so wirklich sprechen, weil ich dann, ja, wie gesagt, nicht... Ihr würdet mich ja nicht hören, sag ich mal, ne, weil ich zu weit weg bin gerade. Aber ich überlege jetzt mal, ich gucke mir das jetzt mal so an. Okay, was können wir noch so ändern? Also die Pfanne ist auf jeden Fall ziemlich groß. Die muss irgendwie, wenn das eine Pfanne sein soll, die soll irgendwie so platziert werden. Ich glaube, so ist das schon ganz gut, wie wir das jetzt, also der untere Teil scheint schon gut angeordnet zu sein. Wie kann man den Rest jetzt machen? Man könnte das sonst auch als oberen Teil so machen, ne? Ich probiere das mal. Ach, kann man doch nicht. Das passt dann doch nicht so gut, wie ich dachte. So, damit wird der untere Teil komplett ausgebaut, sage ich mal. Also so weit bin ich jetzt erstmal gekommen. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Nur ist jetzt das Teleskop, was er da hat oder was das auch sein soll, jetzt ziemlich krass im Weg. Wo könnte das am besten hin? Das wird da keinen Platz finden.
Hä, ist doch blöd. Das würde jetzt genauso hinhauen, sag ich mal, aber passt dann wieder doch nicht, weil der Boomerang an der einen Stelle einfach zu lang ist. Also sieht das halt echt ziemlich gut aus, ne? Es wird nicht stimmen. Ach, doof. Verdammt. Ja, ich guck mal, ob ich das irgendwie noch anders hinkriege. Ah, okay, gut, so, wenn man das Buch oder das Bündel mit den Klamotten austauscht, haut das genau hin. Gut, dann haben wir es jetzt auch gelöst. So, hätte das jetzt noch länger gedauert. Ob das stimmt? Naja, das stimmt, Luke. Passt schon so. Haha, Kinderspiel! Na, ging, ne? So ein Kinderspiel war das jetzt nicht. Hat ein bisschen gedauert. Hätte es jetzt noch länger gedauert, hätte ich das gespult, ne? Also das wäre auch kein Problem gewesen. Sehr ordentlich. Jetzt bekommt Luke seinen Koffer endlich wieder zu. Das ist doch gut zu wissen. Puh, endlich ist alles verstaut. Sehr schön, mein Junge. Aber in der Eile kann so etwas ja schon mal vorkommen. Aber so ist es wirklich besser. Los, Professor, sehen wir uns den Rest des Zugs an. Moritz Nummer 5 steht jetzt auch im Index. Gut, dann gehen wir mal raus hier. Sehen uns wirklich mal ein bisschen im Abteil hier, den ganzen Zug mal um. Luke, vergiss nicht, dass die Suche nach der Schatulle der Pandora oberste Priorität für uns hat. Wir dürfen uns nicht zu sehr von unserem Ziel ablenken lassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen, Professor. Fangen wir gleich mit der Suche an. Luke und Professor Layton wollen den Voluntary Express genau unter die Lupe nehmen. Genau. Ich werde aber mal ganz kurz den Koffer hier öffnen, denn wir haben wieder ein paar Notizen von Layton oder eine Notiz. Die wollen wir natürlich auch noch mitnehmen, ne? Der Express der Träume. In Ermangelung jeglicher anderer Spuren und Anhaltspunkten haben Luke und ich beschlossen, die in Dr. Schraders Wohnung gefundene Fahrkarte für einen Ausflug mit dem Voluntary Express zu nutzen. Ich vermute, dass auch der arme Doktor bereits eine Fahrt in jenem Zug unternommen hat. Leider weiß ich jedoch nicht, wohin diese Reise führte. Tja, aber ich denke mal, das werden wir alles mit der Zeit noch erfahren. Nanu, was machst du denn da, kleines Mädchen? Hey, wisst ihr was? Ich habe gehört, dass die Abteile weiter vorne im Zug total prächtig und luxuriös sind. Jeder Türknauf ist da aus Gold, mit Diamanten drauf und Perlen. Aber da dürfen nur ganz reiche Leute rein. Also seid ihr zwei so richtig, richtig reich? Da müsst ihr euch die Kabinen unbedingt anschauen. Richtige Luxusabteile wie... Und nur sehr vermögende Fahrgäste haben Zutritt. Wenn die junge Dame recht hat, dann beginnen dort vorne die Abteile der Luxusklasse. Ui, die würde ich gerne mal sehen. Die sind bestimmt unheimlich toll. Ja, gucken wir mal. Da kommen wir zwar hin, aber ich wollte schon sagen, ich rede nochmal mit der Lilly. Vielleicht hat die noch was. Ich fahre zu Oma und wo fahrt ihr hin? Eigentlich suchen wir eher nach etwas, meine Kleine. Wir wissen nur leider nicht wo. Darum schauen wir uns in diesem schönen Zug um, bis wir einen Anhaltspunkt finden. Oh, das klingt aber anstrengend. Hey, wollt ihr mal ein Rätsel hören? Dann geht es euch gleich besser. Ja, denn wir wissen, Professor Layton, stellen die Leute gerne Rätsel. Im geheimnisvollen Dorf war es ja, ne? Sag ich mal, begründet, warum sie Rätsel stellen. Hier ist es jetzt irgendwie nicht so wirklich begründet, aber egal. Ein Faltertrick. So, guck mal, du wolltest einen Papierstreifen in der Mitte falten. Doch leider ragt eines der Enden einen Zentimeter weit über das andere hinaus. Du versuchst es erneut. Aber leider ragt diesmal das andere Ende einen Zentimeter hinaus. Nun hast du den Streifen also zweimal gefaltet. Aber wie weit sind die beiden Knicke eigentlich voneinander entfernt? Millimeter, ein Millimeter soll ich das angeben, okay. Berühre Antwort. Eingeben, um zum Antwortbildschirm zu gelangen. Gib dort die entsprechende Ziffern ein und berühre anschließend Antwort. Berühre, Ziffern zu löschen. Also, man knickt das so und dann hat man einen Zentimeter da, der überragt.
dann knickt man so und hat man da auch einen Zentimeter, der überragt. Und dann ist die Frage, wie hoch ist denn der Abstand? Müsste der dann nicht eigentlich auch theoretisch 1 Zentimeter breit sein? Von Millimeter, das müsste dann 10 Millimeter sein. Ich bin mir sicher, Mann, dass das auch 1 Zentimeter ist. Kein Rätsel ohne Lösung. Das wäre sonst total unlogisch. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Ja, Mann. Sehr exakt. Die Entfernung zwischen Beinknicken beträgt 1 Zentimeter, sprich 10 Millimeter. Wenn dir die Visualisierung schwerfällt, dann stelle dir mal vor, die Streichholzschachtel oben wäre genau 1 Zentimeter hoch. Okay, muss man ganz kurz gucken. Ja, okay. Jetzt entferne eine der Seiten. Auf einmal siehst du die Schachtel von der Seite. Also die Schachtel von der Seite so, von der Seite aus wie dein Streifen Papier. Die übrige Seite steht somit für die Entfernung zwischen beiden Knicken. Okay. Achso, wegen diesem... Achso, ja klar, wenn man die... Genau. Wenn man die so umfaltet, dann steht sie auch 1 Zentimeter über. Ja, gut, so habe ich jetzt nicht gedacht, aber egal. Kann man sich auch so denken. Stimmt, Mann, ihr seid ja richtig, richtig schlau. Viel Glück bei eurer Suche und so. Und Rätsel24 auch im Index drin. Alles klar. Hat sie noch was zu sagen? Das muss ich mal überprüfen. So eine Zugfahrt kann ganz schön langweilig sein. Sind wir schon da? Typische Antwort oder typische Frage von Kindern, ne? Wenn man mit Kindern reist. Sind wir schon da? Na, gehen wir mal in das Luxusabteil. Mal sehen, was hier so los ist. Diese Unterbringung ist ganz nach meinem Geschmack. Hoffentlich gefällt sie meinem kleinen Liebling. Oh, mein süßer Schatz hat bestimmt schon Hunger. Ich begebe mich in den Restaurantwagen. Dann mach das, gnädige Frau. Das war genau die Art Leute, die ich im Voluntary Express erwartet hatte. Was für eine vornehme Person. In der Tat, aber das ist nun einmal der besondere Kundenkreis dieser Zuggesellschaft. Wir müssen auf unsere Manieren und unsere Umgangston achten. Und uns ein wenig anpassen, verstehst du? Natürlich, Professor. Ja, ob wir das wirklich müssen, ist hier mal so eine Frage. Ist es denn so schlimm, wenn wir auffallen? Da bin ich mir nicht sicher. Ja, gehen wir einfach mal hier so ins Abteil. Oh, hier ist ja echt sauber. Ist vielleicht auch wieder in dem Bild eine Hinweismünze. Dieses Gemälde ist dem Ambiente des Zimmers sehr zuträglich. Aber so schön Lampen braucht man keine Angst haben, das hatten wir schon. Vielleicht in der Sofaritze, da sind ja meist immer Münzen. Aber hier ist irgendwie ein Glas, beziehungsweise eine Vase Wasser oder eine Kanne Wasser, ein Glaskrug, genau. Danke, Professor. Und mal sehen, was da für ein Rätsel jetzt auf uns wartet. Sieh dir nur diesen edlen Glaskrug an, Luke. Ich bin mir sicher, dass er handgefertigt ist. Wer hätte gedacht, dass so ein einfaches Trinkgefäß so extravagant sein kann? Mit einem kühlen Getränk in der Hand, den Sonnenuntergang aus dem Zugfenster zu beobachten. Was könnte entspannter sein? Aber nicht alles, was in Glaskrügen daherkommt, muss bekömmlich sein. Dazu kenne ich ein gutes Rätsel. Oh, erzählen Sie mal, Professor. Ja, dann erzählen Sie mal. Rätsel 23. Wohlbekommst. Und auch hier ist es wieder so in dem Spiel, falls es einem noch nicht aufgefallen sein sollte, die Rätsel sind nicht immer in der Reihenfolge, ne? Gerade hatten wir alle Rätsel so von 5, beziehungsweise von 1 zu 2 zu 3 zu 4 zu 5 und plötzlich geht's jetzt mit 20er Schritten weiter, aber naja. Wohlbekommst heißt das Rätsel also. So, gucken wir mal. Zwei Männer, 1 und 2, spielen ein Spiel. Zuerst stellt jeder seinen leeren Glaskrug auf den Tisch. Dann stellt ein Spielleiter einen dritten Krug mit Essig entweder auf Platz A oder Platz B. Der Spielleiter gießt nun den Essig in den Glaskrug direkt daneben. Dann nochmal und nochmal. Nach 55 Mal umgießen muss der unglückliche Verlierer
vor dem der Essig nun steht, diesen austrinken. Angenommen, du wärst der Spielleiter und wolltest, dass eins gewinnt. Müsstest du den sauren Trunk dann auf A oder B stellen? Also, 55 mal das, was mit der ungeraden Zahl zu tun hat. Also ich weiß, wie das gemeint ist, ne? Also wir stellen jetzt beispielsweise den Krug auf A, da muss der Essig in 1 gegossen werden. Und ab dann beginnt das Spiel, glaube ich, ne? Dann stellt der Spielleiter einen dritten Krug und Essig. Okay. Der Spielleiter gießt nun den Essig in den Glaskrug direkt daneben. Dann nochmal und nochmal. Nach 55 Mal umgießen, okay. Nee, okay, jetzt ist aber die Frage, zählt, weil man gießt ja aus dem dritten Krug in 1 ja schon ein. Zählt das schon als einmal umgießen? Ich denke mal, ja, ne? Können wir mal gucken, wenn wir mit 1 beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, okay. 30, 40, 50. 51, 52, 53, 54, 55. Also müsste man das neben 2 stellen. Dann müsste das genau hinhauen. Probieren wir es nochmal mit 2. Man gießt dann 2 rein. Zählt als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Genau, das haut hin. 30, 40, 50. 51, 52, 53, 54, 55. Dann würde ein 2 nach 55 Mal der Essig da drin sein. Wenn, jetzt ist hier die Frage, wenn das Umgießen des dritten Topfes, der da oben ist, oder des dritten Kruges, in 1 oder 2 das erste Mal eingießen, schon als Umgießen zählt, weil man gießt ja dann schon um. Oder beginnt das Spiel erst, wenn Krug 1 oder 2 gefüllt ist. Erst ab dann zählt das Umgießen. Das ist jetzt die Frage, ansonsten würde ich sagen B. Andersrum wäre es halt dann A, ne? Könntest du mal kurz durchlesen, bevor ich die Antwort gebe. Zwei Männer, 1 und 2, spielen ein Spiel. Zuerst stellt jeder seinen leeren Glaskrug auf den Tisch. Dann stellt ein Spielleiter einen dritten Krug mit Essig, entweder auf Platz A oder Platz B. Der Spielleiter gießt nun den Essig in den Glaskrug direkt daneben. Das heißt also, wenn er das auf B stellt, gießt er direkt in Glas 2, also in Krug 2, den Essig. Dann nochmal. Wieder nochmal. Ja, jetzt bin ich komplett verwirrt. Heißt das jetzt? Moment mal. Der Spielleiter gießt nun den Essig in den Glaskrug direkt daneben. Dann nochmal, dann nochmal. Das heißt also immer in 3 rein, ne? Dann habe ich mich ja da komplett verrechnet, weil ich mal dachte, es geht nur zwischen 1 und 2. Ne, er gießt dann zwischen den 3. Das heißt also, wenn ich den auf B hinstelle, dann gießt er in 2. Das heißt also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 50, 50. Müsste dann trotzdem B sein. 55 müsste dann auch trotzdem in Krug 2 landen. Ich nehme das jetzt. Es müsste jetzt eigentlich auch richtig sein. Ich habe das jetzt mal gedanklich nochmal schnell nur durchgezählt und probiert. So. Also genauso wie ich es mir gedacht habe, genau. Ja, hervorragend. Der Trunk wird 55 mal umgeschüttet, was eine ungerade Zahl ist. Ja, das habe ich auch erst überlegt. So ungerade Zahl müsste ja was damit zu tun haben. Wo du die Essigkaraffe auch platzierst. Der Essig landet nach einer ungeraden Anzahl stets im jeweils mittleren der drei Krüge. Um eins gewinnen zu lassen, müsstest du also den Essigkrug auf Platz B stellen, damit nämlich
Damit nämlich steht der Krug von zwei in der Mitte. Das bedeutet, dass dieser in jedem Fall den sauren Trunk erhält. Ja, hab's irgendwie ausgerechnet. Ich dachte auch, mit ungerader Zahl irgendwie gibt das so schon eine logische Erklärung, hab's aber selber so gemacht, wie ich es mir gedacht habe. Exzellent, aber nun lass uns schnell weiter. Wir sollten nicht den ganzen Tag vertrödeln. Das stimmt, wohlbekomm's, ist jetzt auch im Rätselindex. Aber ich würde sagen, diese Folge haben wir leider schon ein bisschen vertrödelt, mit Luke seinen Koffer da, den zu packen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Zug hier erstmal weiter erkunden werden, ne? Also dann bis zum nächsten Mal, hier bei Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Tüdelü.